Oder auch Hallo in einem Wort. Anyway, wir sind wieder da. Yay. Immer noch hier unten in diesem Wort, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Und suchen die Teile unserer Freundin. Naja. Anyway, was bist du denn hier? Hab ich gesehen. Was bist du denn, du? Anyway. Egal. Wir finden jetzt hier noch ihren Kopf, bauen sie zusammen und schauen dann, ob die andere dann ihren Zeug machen kann. Scheiße, ist es dunkel hier. Ich habe bei der Sache ein ganz mieses Gefühl. Das geht. Nichts Schlimmeres. Übernimmt ja die Menschen hier, da war ja was. Aber Masse oder auch nicht, Betäubung. Hier in meinem Gesicht. Ein Griff. Ich glaube, die Waffe muss ich auch demnächst mal bauen. Scheint da so, ne, wie gesagt, wie interessant. Vorzeigewaffe des Spiels zu sein. Anyway. Also gerade hier ist ein Schloss hinter und hier geht's raus. Ach nee, hier ist noch nur noch ein Eingang. Schön. Ich hatte das Gefühl, das war nicht offen von außen. Das hätte ich ja nicht durch den Raum eben gemusst. Bist du eine Nora? Autorisierung. Nein, bist du nicht. Major Nitsch. Ich will Nora wiedersehen. Die schlechten Sexwitze hören. Hey. Du bist neu. Ach komm, wie peinlich stelle ich mich heute an? Okay, das ist Schnips. Schnips ist easy. Yay. Oh no. Leck mich am Arsch. Wo ist hier der gottverdammte Ausgang? Unterirdisch? Er ist sofort gegangen. So. Gib mir Zeug. Schön an dem Scanner ist, es ignoriert Helligkeit. Sehe ich ja genau, was wo ist. Supraleiter, yay! Ach, leck mich doch. Wo soll ich den Kopf finden? Du musst die Icarus.
Chorushalle betreten. Widerstand gegen dort nicht. Befindet er sich auf der ersten Ebene. Und wo ist der Eingang? Bedauerlicherweise verfüge ich nicht über diese Informationen. Nach der Störung ist alles durcheinander geraten. Ach, sag bloß. Hast du mal überlegt, den Beluga mit Strom zu versorgen? Wie soll mir das denn helfen? Ich weiß nicht. Das war ja nur ein Vorschlag. Ja, ein Versuch kann nicht schaden. Ist ja nicht so, als hätten wir viele andere Optionen. Tereshkova, wo ist hier der Generatorraum? Ganz oben. Fantastisch. Wir sind also abgeschnitten. Was will man mehr? Ja. Auch so ein Ding. Die Schlösser sind interessant. Was war denn das Problem mit den echten Beta-Konnektoren? Da Kollektiv ursprünglich ohne Entscheidungsbefugnis geplant war, sollten darin eigentlich alle gleich sein. Ja, darüber haben wir schon geredet. Wozu brauchte man dann die Beta-Konnektoren? Um Kollektiv gegen Bedrohungen durch Personen zu schützen, die die Kontrolle übernehmen wollen. Das ist unmöglich. In Kollektiv sind alle gleich. Ach, scheiße, der Alpha-Konnektor. Genau. Eindringlinge oder oppositionelle Gruppen könnten versuchen, den Alpha-Konnektor zu beschaffen. Das könnte zu menschlichen Opfern führen und das wäre inakzeptabel. Gut, und wie würden die Beta-Konnektoren das verhindern? Sie verliehen ihren Trägern kein Entscheidungsbefugnis, ermöglichten es ihnen aber, im Kollektiv zu sein, ohne dazu zu gehören. Mit anderen Worten, sie waren komplett autonom, behielten aber den Zugang zum Informationsnetz. Na und? Das ist doch im Prinzip der jetzige Zustand. Du siehst es aus menschlicher Perspektive. Ja, welche andere Perspektive könnte ich denn... Ach, scheiße. Der Boss wollte einige Roboter mit Beta-Ringen versehen, damit niemand im Kollektiv sie kontrollieren kann. Dr. Sechenov wollte seine Zwillinge mit der Bewachung des Alpha-Konnektors betrauen. Wenn er bei Kollektiv eingeloggt war, konnte er sie von überall auf der Welt steuern. Doch niemand anders würde ihnen Befehle geben können oder auch nur wissen, dass sie existieren. Warte mal, Charles. Eine Sache kapiere ich nicht. Wäre es möglich, Kollektiv so zu starten, dass alle gleich sind und dann den Alpha-Konnektor zu zerstören? Natürlich. Aber da stellt sich die Frage, wer würde das denn wollen? Dr. Sechenov. Bist du dir da sicher, Genosse Major? Ja, ich meine, ich glaube schon. Hast du das Gefühl, wir ermöglichen dem eigentlichen Bösewicht des Spiels alles. Gibt's kein mehr. Gibt's nichts weiter. Gut. Na gut. Und die letzte, war das jetzt die letzte Waffe, die wir gelernt haben? Also, oh no. Wo ist denn jetzt ganz oben? Wahrscheinlich hoch. Scheiße. Anfällig wie Klinge. Voll. Schießt ja eigentlich da.
Okay. Nicht anfällig gegen Schusswaffen, aber ihr haltet einfach nichts aus. Wait, war ich gerade hier drunter? In dem Ding? Nee, das andere ist also. Naja. Hey, da war ein Spielball dabei. Rückseite. Dann gehen wir hoch. Naja, I guess. Lass mich da in das Zeug. Überschreitest deine Befugnis. Na los, Handschuh. Erzähl mir wieder was. Nein. Ziele dahin. Wait. Okay. Übrigens bin ich wieder komplett draußen. Da frage ich mich, warum das Reinkommen einfach so problematisch war. Munition. Erlassmunition. Womit ist sie verbunden? Will ich dich drücken? Ich glaube nicht. Rein. Okay. Sehr effektive Bauweise für Robo. Sehr effektive Landeort für Menschen. Da müsste ich Assassin's Creed Odyssey. Ja. Da, da hin. Ich riskiere das nicht. Sieht mir sicherer aus. Habe ich Weltkarte? Das heißt, ich bin offiziell auch wieder draußen. Schon hier bin ich. Das heißt, ich hätte hier nicht reingemusst, sondern hätte einfach hier reingelaufen. Hier reinhüpfen können anscheinend. Naja. Gut, dann wäre ich jetzt drin. Hier kommt der Strom her. Bist du sicher? Ganz sicher. Warum? Weil es hier eins meiner heißgeliebten Relais gibt. Ach ja? Und ich dachte, du wärst eher an Behältern interessiert. Ach, komm schon. Wait. Alle blau. Ach, du bist ein. Ach, du bist ein nach links läuft. Deswegen sah das nach gerade aus. Aber jetzt, du gehst nach rechts.
Dann müssen wir das ja so machen. Wuhu! Kehre zur Halle zurück. War das so? Bist du auf? Yay! Ich bin wieder in der alten Welt. Oh, ich bin froh. Ich habe zwar nichts zu tun. Bitte haltet Zeit an. Ich euch sofort alle verprügeln und schau einmal durch die Gebäude. Ich bin wieder draußen. Ich habe Luft. Oh. Oh. Mich in einem Umschau. Stell dir vor, da wären ein Teil drin gewesen. Gesehen. Hau rein. Genosse Stockhausen, ich habe diesem ausländischen Touristen die Geheimführung durch das WDNH angedeihen lassen. Er hat alles gesehen. Ihm sind fast die Augen aus dem Kopf geploppt. Die werden vor Neid erblassen, wenn sein Artikel erscheint. Bestimmt belegen sie uns mit weiteren Sanktionen und bestellen neue Roboter. Komische Haufen, diese Kapitalisten, oder? Okay. So gut, jetzt gehen wir wieder rein. Nicht, dass ich jetzt alles vernachlässige. Hey. Ist noch was zu looten drin? Oh ja, gut. Ich habe ja gehofft, hier drin in der Kiste oder sowas ein Bauteil zu finden oder sowas. Okay. Aber nee. Die sollen wieder rinnen. Scanner. Oh, das ist neu. Oder, ah, das ist ein Flugdrohne, oder? Der schnellste Weg ist natürlich einfach ins Wasser hinterhüpfen, oder? Ui. Eine schlechte Idee, tot zu sein, wenn ich in der Nähe bin. Mach's noch schlimmer. Bye. Okay, ich muss wirklich meine neuen Nahkampf ausprobieren. Bis zur nächsten Gelegenheit zerlegen wir das Ding und bauen irgendeine neue. Oder immer die nächste Gelegenheit ist. Wow, das ist mal was Neues. Da ist der Knopf. Ja. Ich mache euer Alarm. Unsere Alarm nicht. Hallo? Komm hier rüber. Kein Rücksicht. Und kein Respekt. Alles ist das schon. Ist ja gut. Ruhe. Sehen wir mal, ob das hilft. Das ist weg. Wait, was hat sie denn vor? Okay.
Oh ja. Nö. Ich ignoriere die komplett. Die sind mir absolut egal. Ich kann denen eh nicht helfen. Ich kann den Kopf nochmal extra abhacken, damit sie tot sind, aber. Also, was haben wir denn da? Tereshkova, hörst du mich? Ja, lieber Genosse. Die Kommunikation ist wiederhergestellt. Okay, wo ist jetzt dein Kopf? Mein Kopf ist da, wo er hingehört. Was ist das? Aber Claires Kopf müsste irgendwo auf deiner Etage liegen. Wie gesagt, irgendwas drückt mit schrecklicher Kraft darauf. Wie eine Migräne, wie ein Bagger, wie ein Berg. Verstehe ich ja, wirklich. Von deinem Gejammer bekomme ich ja selbst schon Migräne. Ich mache mich mal auf die Suche. Ah. Ich hab gesagt, wir testen andere Nahkampfwaffe aus. Also, die haben wir auch schon benutzt. Das Ding haben wir noch nicht benutzt. Das Ding haben wir einmal gebaut, aber nicht benutzt. Das Ding haben wir auch hergestellt, ne? Strompistole. Also nicht Pistole, Klone. Die Dinger, die waren doch ein Boss-Drop, oder? Das Ding braucht einen Boss-Drop, um gebaut zu werden. Ich hab das Gefühl, das Ding ist OP. Egal. Wir haben gesagt, Nahkampfwaffe, dann bauen wir jetzt das Ding. Das hier haben wir auch schon lange gewusst. Ja. Die zwei sind unbekannt. Also unbekannt, ne? Ja, ist gut. Ach, nicht wieder so. Bitte Vorgang auswählen. Okay. Verbessern. Hallo? Hab ich's nicht gebaut? Zum Lager. Oh, das ist nicht zum Lager. Oh Gott. Gut. Was soll es sein, Major? Waffen? Lager. Ignorieren wir, dass wir jetzt zwei davon haben. Uns rein. Wait, die Montage. Auch rein. Wuhu. Ganz radikal. Was haben wir dieser Chart-Angriff, ne? Tötet einen Gegner. Wir haben mehr Lust auf einen starken Angriff. Mit der Aufladegeschwindigkeit von Spezialangriffen. Und die Griffe, wir haben auch einen Griff. Und die Kartuschen natürlich. Die kommen erstmal dran. Nein, ich nehme den starken Hieb, komm her. Module. Wir werden mehr Energie. Wenn Betreffer landet, kann er von Gegnerangriffen. Wenn Betreffer landet, kann er nicht von Angriffen werfen. Okay. Okay, vorübergehend Schutz, was soll das genau bedeuten, Mann? Oh ja. Könnte ich, glaube ich, aber genau herstellen. Junge. Alles, was nur wenig Teile kostet, wird automatisch erstmal genommen. Energiebomben ist 8 Dinge zu nutzen. Nee. 9 davon will ich. Nur Standardteile. 11 Dinge. Irgendjemand Schaden dabei. Du hast Schaden ganz am Ende. Das reicht aber nicht. Mit Energiebonus. Ne, dann komm mal rein. Das reicht doch. Auch rein, Schaden. Könnte ich sogar lernen, immer noch. Jetzt fehlen die Dinge. Auch die Dinge. Okay. Hau rein. Was soll's? Ein Ball. Rauch verringern ist gut genug. Installationsgeschwindigkeit ist wirklich irrelevant. Aber wenn ich den nicht machen kann, ist egal. Naja. Wollen wir dir noch was tun? Ich muss mal gucken, wie die Teile sind.
Elementarschaden für Dings. Bindungsgeschwindigkeit. Feuerrasen. Rückstoß. Nichts Relevantes dabei. Nichts so interessant, weil wir die Sachen finden, aber sie. Dann haben wir jetzt erstmal das. Mein Slot ist besetzt. Naja. Vorbereiten, einmal reinhämmern. Wird schon was bei rumkommen. Bitte Vorgang auswählen. Wait. Du hast noch. Wie voll bin ich denn? Du weg, du weg. Okay. Du. 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 So viel Munition mitbekommen schon wieder. Wir haben uns eigentlich so viele Plätze geholt. Nein. Ist der Song GEMA-gerecht? Ich will nicht blinden Knopf drücken. Das ist auch ein Knopf. Naja, was ist? Sieht aus wie ein Irrgarten für Kinder. Das wird ein Selbstläufer. Oh oh. Ich kann was bewegen. Oh. Das ist eine Kugel. Okay, aber wo soll die hin? Muss ich mal umschauen. Was soll ich damit rumspielen jetzt, ne? Ach, da hinten ist das. Oh Gott. Oh, das wird dauern, oder? Der kann hier rum. Und der kann ja da rein. Das ist schon stimmt, oder? Du bist ja ein ganz schöner Springteufel. Nee. Tja, und wie drehe ich dich jetzt? Warum gibt es diese komischen Minispiele überhaupt im Spiel die ganze Zeit? Na. Hey, ich glaube, ich hab's. Ja. Jetzt kommen wir weiter. Nein. Bisschen ruhiger machen vielleicht. Weißt du überhaupt, was du da tust, Major? Ich hoffe es, ehrlich gesagt nur. Na also, geil. Wer sagt's denn? Wir sahen im Sonnenschein. Es war ein schändlich Aas. Am Wegrand kaum geborgen, auf Sand und Kieselstein, die Beine hochgestreckt, nach Art lüsterner Frauen, von heißen Giften voll. Ließ es ganz ohne Scham und frech den Leib uns schauen, dem Regler Dunst entquoll. Die Sonne brannte so auf dies verfaulte Leben, als koche es sie gar. Oh, das Kiste ist wirklich erst hoch. Der Natur in 100 Teilen geben, was sie als eins gebar. Der Himmel blickte still auf die Frau. Aus dem Grund kann man ja nicht da klettern. Wie er auf Blumen schaut, so furchtbar war der das Dunst. Das geht nicht. Hier schauderten die Glieder, von Ekel wild durchgraut. Die Fliegen hörten wir summend das Aas umstreichen und sahen das schwarze Heer. Der Larven dicht gedrängt den faulen Leib beschleichen, wie ein dickflüssig Meer. Und nichts alles stieg und fiel aufsprudelnd, vorwärts quellend nach Meereswogenart. Fast schien's, als ob dem Leib von... Halt's Maul. Ja, ich hab den Kopf gefunden. Soll ich auch eh hoch? Wir müssen weiter. Charles, wie viel Zeit bleibt uns noch? Ich weiß nicht genau, aber viel ist es nicht mehr. Endlich. Ich hab alle ihre Teile. Parkour. Ich bin natürlich neugierig, Knopf. Icarus ist
der Stolz von Anna. Okay, scheiß drauf. Charles, nachdem Dr. Sechenov die neuen Gamma-Konnektoren hergestellt hatte, hat er die alten Beta-Konnektoren zerstört, oder? Offiziell ja. Aber zerstört wurde nur die Technik zur Herstellung der Beta-Konnektoren. Die zwei Prototypringe wurden aus den Aufzeichnungen entfernt und gelten als wiederverwertet. Warum der ganze Aufwand? Er wollte die Früchte seiner gewissenhaften Arbeit nicht zerstören. Dr. Sechenov behielt sie einfach als Andenken. Nee, und Andenken. Wo sind sie jetzt? Sie waren irgendwo in Sechenovs Wissenschaftszentrum. Hier in der Anlage 38. Wie fliegt sie, Charles? Die Icarus? Mit Propellern, Major. Warum fragst du? Oh, ich dachte vielleicht mit magnetischen Kissen. Als würde sie vielleicht von Schnabel. Schade, dass du nie Wissenschaft studiert hast. Ich meine, stell dir vor, wir hätten überall in der Sowjetunion unterirdische Tunnel mit Magneten und sie würde darüber entlangfliegen. Klingt faszinierend. Aber bei unseren Anlagen handelt es sich im Grunde um unterirdische Tunnel. Und in einigen befinden sich tatsächlich Magneten. Die würde ich gern mal sehen. Aber der Name für die Anlage ist schon etwas komisch. Wieso das? Naja, dieser Icarus. Für den lief es ja nicht so toll. Er kam der Sonne zu nahe und verbrannte. Das haben wir in der Schule gehabt. Deine Kenntnis der Mythologie ist beeindruckend, Major. Hat er einfach so aus dem Nichts ein anderes Gespräch angefangen. Ja, schön. Danke, ey. Ich gib's auf, ganz ehrlich. Ich werd's gar nicht mehr versuchen. Wir sind wieder hier. Ja, ja. Idee. Ey, gib mir kleine Heiltränke. Naja, den einen, den wir haben. Da steht wieder alles. Natürlich steht wieder alles. Superleiter. Oh, ein Spielball. Ja. Also gut, den Kopf installieren. 2279910. Oh. Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Danke, lieber Genosse. Bitte sei vorsichtig. Hier sind überall aggressive Roboter. Ja, habe ich bemerkt. Warum wurdest du denn zerlegt? Ich habe versucht, das lebende Personal des Ausstellungskomplexes zu retten. Hier werden abscheuliche Gräueltaten verübt. Roboter töten Menschen. Unvorstellbar. Wie hast du das überleben können, Genosse? Keine Zeit für Erklärung. Wir müssen den Militärdrill-Modus aktivieren. Und das war's mit Militärdrill. Egal, jetzt muss das Kommentar kommen. Der Kopf ist dran, jetzt ist Blowjob auch wieder möglich. So. Hier ist dein linker Arm. Na los, reparier dich selbst. Dank dir geht es mir besser, Genosse. Alle Körperteile wurden zusammengesetzt. Und jetzt? Selbstreparatur abgeschlossen. Ich bin betriebsbereit. Danke, Genosse. Wir initiieren jetzt die Startsequenz. Zweite Startcode-Sequenz erstellt. Startcode-Sequenzen stimmen überein. Initiiere Wechsel des WDNH-Betriebsmodus. Neuer Modus, Militärdrill. Ich glaube, wir haben es geschafft. Danke, meine Damen. Danke, lieber Genosse. Mensch. Genosse Molotow, ich bitte Sie. Hier ist es nicht sicher. Immer noch gefährlich? Mir wurde gesagt, es sei alles unter Kontrolle. Es gab ein kleines Problem, aber Major Netjaev, Verzeihung, ich meine Agent P3 hat sich bereits darum gekümmert. Worum genau hat er sich gekümmert? Hier ist ja alles voller Blut. Das ist kein Blut, das ist Farbe. Genosse Sechenov,
Sie spielen da ein gefährliches Spiel. Ich grüße Sie, Genosse Molotow. Von welchem Spiel reden Sie? Sie wissen genau, was ich meine, Genosse Sechenov. Ihre lokale Störung ist in Wirklichkeit eine weltweite Katastrophe. Roboter im Kampfmodus. Zahllose Menschenopfer. Soll ich fortfahren? Aber gerne doch. Doch zunächst möchte ich wissen, von wem haben Sie diese Informationen? Von Wassiljewitsch Petrov, Ihrem Ingenieur. Ein hervorragender Robotiker, ein angesehener Bürger der Sowjetunion. Das war er einmal. Jetzt ist der Gefangener Nummer 230385 verurteilt zu gemeinnütziger Arbeit im Wawilow-Komplex. Auf Ihren Befehl und in direkter Verletzung des sowjetischen Rechts. Als Minister, Industrieminister, kennen Sie die Konsequenzen. Hier ist das Dekret des Generalstaatsanwalts. Der Start des neuronalen Netzwerks kollektiv wird nicht stattfinden. Und Ermittlungen zu Ihrer Person werden aufgenommen. Habe ich mich klar ausgedrückt. Gessen Molotow, könnten wir sprechen? Und wir auch. Glauben Sie dadurch etwas zu ändern? Schön. Treffen wir uns hier in 15 Minuten. Michael, treffen am Landeplatz. Aber sofort. Tut mir sehr leid. Nur zu, nur zu. Haben Sie es nicht eilig, Ihren Meister zu sehen? Stockhausen wirkt sehr beflissen. Stimmt das nicht, Major? Major, ich habe Sie was gefragt. Tür verriegeln. Was soll das? Ich sagte Tür verriegeln. Okay. Das ist mal was Neues. Oh nein, das ist keine Backstory, please. The fuck? Was zum Gott, was bin ich? Luffelbeine. Kein Scanner. Ja, oh, ich kann wieder Zoom gucken. Das kann ich nicht ohne. Kann ich ja sonst nicht. Ich trau mich gar nicht rauszugehen. Naja. Komm zu mir. Was steht da für ein Name? Irina oder sowas? Ich hab's nicht gesehen. Die Farben sprechen sehr gegen das Bild. Sind wir in The Happy Few gelandet, wo alles gut aussehen soll, obwohl es das nicht ist? Oh fuck. Oh Gott, Apfel. Oh ja, ich habe gelesen, diesen Erfolg soll es geben. Ich habe nicht irgendwie Lust, das jetzt zu tun, oder? Will ich jetzt noch alle Äpfel hier suchen und am Ende finde ich eh zwei nicht oder sowas und dann war alles umsonst. Oh Gott. Will ich das echt tun? Hey, guck mal, eine Anspielung. Nein, das ist eine normale Vase. Das ist keine Anspielung auf irgendein Mario-Gedöns. Nee, nee. Oh, fuck. Was für Drogen habe ich in mir? Wow, ihr seid bewegbar. Immer screw it, ich werde keine Äpfel suchen. Laufe ich jetzt 10 Stunden im Kreis. Okay. Es ergibt Sinn, das ist ein Kriegsgebiet. Nein, offensichtlich, ne? Aber auf eine Art traumatische Version.
Das Stein oder? Muss ich da irgendwie hochklettern, um die Äpfel zu holen? Ist unser Charakter erinnert sich nur an die letzten zwei Jahre, in denen er ein Diener war. Hat er wohl ein. Tränen. Hat er wohl einen Sprengkopf abbekommen und seitdem sein Hirn futsch gewesen, ne? Kann ich dich looten? Finde mich. Ich bin hier. Oh. Raketen. Oder Penisse. Wahrscheinlich nur Äpfel. Hui. Wow. Shit. Oh, okay. The fuck, war das jetzt eine gewollte Mechanik oder nicht? Oh Gott. Ich habe meinen Doppeldodge vom Skilltree. Aber sonst habe ich hier nichts. Ach, ein Atompilz haben wir auch. War wohl ein ganz großer Krieg. Fuck, wo soll ich jetzt hin? Soll ich, muss ich ja noch drauf kommen irgendwie? Ah ja, scheiße. Meine Frau oder sowas. Wach auf, mein Liebster. Ist das die Vagina meiner Frau? Drei, mein Junge. Du lebst. Hi. Mehr oder weniger. Genosse Hetchenhoff. Die Regierungskommission. Sie sind tot. Molotows Leiche ist hier. Was ist mit den anderen? Wie viele Leute waren bei ihm? Etwa 15. Einige könnten überlebt haben. Find es heraus. Was zur Hölle ist hier passiert? Wer hat das getan? Die Roboter kamen wohl rein. Du hattest Glück, heil zu entkommen. Komm. Genosse Sechenov, die Kommissionsmitglieder sind tot. Alle. Das ist tragisch. Aber ach, es ändert klar. Nichts. Kollektiv muss immer noch aktiviert werden. Ganz meine Meinung. Aber was machen wir mit dem toten Politbüro-Mitglied? Wir haben da nicht viele Optionen. Rechts, kümmere dich.
Michael, gehe zur Sendeanlage und sorge dafür, dass die Regierungsleitung gekappt ist. Beeil dich. Jawohl, aber der Kreml wird einen Bericht des Genossen Molotow erwarten. Ich werde das Politbüro persönlich über diese Tragödie informieren. Schnell, Michael, wir haben nicht viel Zeit. Links, hilf ihr. Wie geht's dir, mein Junge? Nicht gut. Ich habe wieder versagt. Es ist einfach zu viel. Es ist für uns alle zu viel, dieses schreckliche Ereignis. Und in dem auch diesen Handschuh sozusagen. Was? Was war das? Ein Tribut an die Verstorbenen. Genosse Setschenow! Wir haben ein Problem. Der Hauptsender wurde aktiviert. Jemand will dem Westen Informationen zukommen lassen. Wer könnte das getan haben? Es gibt nur zwei Leute, die in der Lage wären. Petrov und Sie. Petrov ist tot. Ich habe seine Leiche gesehen. Nur den Körper. Bei Petrov kam es immer auf den Kopf an. Es war sein Körper. Wie ist das möglich?
Filatova. Wenn deine Komplizin eine Neurochirurgin von Dr. Filatovas Kaliber ist, dann ist wohl alles möglich. Hast du das Signal verfolgt? Petrov verschleiert seine Signatur, aber er ist sicher in einem der Wissenschaftszentren. Hast du das gehört, mein Junge? Natürlich. Finde ihn. Sofort. Na, wo gehe ich automatisch raus? Na dann, einmal Revue passieren lassen. Die ganze Szene war totaler Bullshit, nur zum Showcasen da. Ja, die Tussi sind ja der Selling Point des Spiels, von daher müssen sie ja irgendwas tun. Charles, was zur Hölle ist hier unten passiert? Was meinst du genau? Ja, ganz klar, ich habe die alle abgemetzelt, aber im Brainwash-Zustand. Was haben wir denn? Was ist Regierungskommission getötet? Hab ich überlebt? Wer hat getötet? Wer hat die Regierungskommission getötet? Wie hab ich überlebt? Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Du hast auf einmal das Bewusstsein verloren, als hättest du von hinten einen Schlag abbekommen. Da war ich auch außer Gefecht gesetzt. Klar. Was war das für ein Monster aus rotem Polymer? Das war ein Neuropolymer-Datenspeicher. Ein Datenspeicher? Was speichert er denn? Leichen? Der Boss sagte, er sei ein Tribut an die Verstorbenen. Was hat das mit Daten zu tun? Da wirst du Dr. Sechenov selbst fragen müssen. Ich für meinen Teil kann nur sagen, dass Professor Sacharow auf genau dieselbe Art gestorben ist. Das ist doch völliger Irrsinn. Ich dachte immer, dass Polymer harmlos sei. Na gut. Suche Petrov und kehre so bald wie möglich nach Chelomei zurück. Das wird für alle am besten sein. Charles, dieses Monster. Du weißt schon, das rote Polymer-Ding. Der Datenspeicher. Warum sieht es wie ein Mensch aus? Dr. Sechenovs Idee. Er wollte, dass er sich unabhängig bewegen kann. Wozu soll sich ein Datenspeicher bewegen können? Dann läuft das Monster davon, verirrt sich und seine wichtigen Informationen gehen verloren. Es wird nicht davonlaufen. Es ist Dr. Sechenov gegenüber genauso loyal wie die Ballerina-Zwillinge. Wenn Dr. Sechenov es in die Außenwelt entlässt, bleibt es als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme immer in seiner Nähe. Sicherheitsmaßnahme? Um Leute anzugreifen? Was meinst du, Genosse Major? Warum sollte es notwendig sein, dass eine Neuropolymersubstanz, die einen Menschen in Sekunden auflösen kann, sich unabhängig bewegen kann? Heilige Scheiße. Willst du mir etwa sagen, dass der Galerd sich an jemanden anschleichen und ihn töten kann, ohne eine Spur zu hinterlassen? Es erinnert mich tatsächlich an eine gewisse Person, die unter ungeklärten Umständen und ohne Zeugen starb, nachdem sie ausgerutscht und in ein Becken gefallen war. Schöne Scheiße. Ja, gibt einem zu denken. Das war doch im anderen Bunker da. Warum tue ich das hier gerade? So Spaß. Ja, der jetzt der Freischuss. Ja, gib mir Gegner. Anyway. Ihr seid das, ne? Na gut. Also, okay, also nochmal. Datenspeicher. Und jemand, der zufällig auch in das Ding gefallen ist. Das war im letzten, im ersten Ding so. Ich weiß es gerade nicht, wie genau. Kollektivkomplex. Hier kam wer nicht rein. Wo genau soll ich hin? Genau geradeaus in die Richtung zumindest. Hier hin, also in die Richtung. Vielleicht muss ich ja jetzt hier hin. Oder da hoch, I don't know. Hauptsache ich kann wieder was tun. Hey Charles,
Wenn Dr. Sechenov seine Zwillinge entsendet, um zum Beispiel Stockhausen zu begleiten, wird er selbst dann von diesem roten Monster bewacht? Das ergibt Sinn. Genosse Stockhausen würde sein Ziel in einer Anlage, in der es von feindseligen Robotern wimmelt, niemals allein erreichen. Und Sechenov würde niemals unbewacht bleiben. Wieso? Er ist ein Held der Sowjetunion. Alle verehren ihn. Warum würde jemand ihm etwas antun wollen? Ja, warum wohl, Genosse Major? Glaubst du etwa, dass es Leute im Kreml gibt, die auf ihn eifersüchtig sind und ihn beseitigen wollen? Sie wollen wohl eher einfach Macht über Kollektiv gewinnen. Wenn einer die Welt beherrscht, ist es kaum überraschend, dass ihm der Thron streitig gemacht wird. Und zwar von sehr mächtigen Leuten. Besser Dr. Sechenov als Generalsekretär von Kollektiv als sonst jemand. Generalsekretär? Meinst du, das erwartet ihn? Natürlich. Was sollte er sonst werden? Ich hoffe, du hast recht. Natürlich jetzt hoch und nicht runter. Charles, wie konnte Petrov Informationen an den Westen schicken? Die Anlage befindet sich im Lockdown. Petrov kann nichts direkt an jemanden übermitteln. Sonst hätte er es bereits getan. Darum versucht er ja, die zentrale Übertragungsstation von Kollektiv zu hacken. Meinst du diesen riesigen Ball, der am Himmel schwebt? Du sagst also, dass Petrov in der Nähe ist. Ich glaube schon. Das Notprotokoll hat den Großteil der Kommunikation zwischen Anlage 3826 und der Außenwelt blockiert. Diese Blockade kann nicht überwunden werden. Dazu wäre eine gesamte Wissenschaftsakademie erforderlich, wie die Akademie der Konsequenzen. Was will er dann erreichen? Wie du zweifellos bereits festgestellt hast, ist ein Kommunikationskanal mit der Außenwelt verbunden, der dem Notfallprotokoll nicht untersteht. Die geheime Regierungsleitung. So ist es. Diesen Kanal benutzt Dr. Sechenov. So ist es. Diesen Kanal benutzt Dr. Sechenov, um den Kreml zu kontaktieren. Sonst hat niemand Zugriff darauf. Ja, niemand außer Oma Sina. Was führt Petrov also im Schilde? Ich glaube, er will die zentrale Übertragungsstation überlisten, indem er sich als Dr. Sechenov ausgibt. Dieser Mistkerl. Charles, könnte Petrov wirklich die Übertragungsstation täuschen? Die wurde ja nicht von Anfängern programmiert. Da muss es doch Sicherheitsmaßnahmen geben, oder? Petrov ist ein begabter Ingenieur und Programmierer. Er hat es nicht ohne Grund in die Anlage 3826 geschafft. Er hat die digitalen Datenübertragungsprotokolle zwischen Programmierer und Roboter und zwischen Robotern untereinander optimiert. Er weiß also am besten, wie die Übertragungsstation funktioniert. Bedeutet das, dass Petrov sie täuschen könnte? Warum hat Dr. Sechenov diese Protokolle einer einzigen Person anvertraut? Das ist nur vorübergehend. Nach dem Start von Kollektiv 2.0 sind die digitalen Kommunikationskanäle nicht mehr relevant. Dann wird alles über Neuropolymer-Schwingungen übertragen. Der binäre Code verschwindet im Papierkorb der Geschichte. Genauso wie die Programmierer. Kein Wunder, dass Petrov so angepisst ist. Er will für Chaos sorgen, solange er noch kann. Grob gesagt ja. Auch wenn ich vermute, dass Petrov auch noch andere Motive hat. Scheiß auf seine Motive. Er ist ein Verräter. Wie viel Zeit bleibt uns, um ihn... Oh, hier ist das Gelände neben mir. Es soll immer noch rein. Soll ich hier hoch? Vielleicht nehmen wir die Straße da hoch. Stoppen. Es ist wirklich kompliziert, die zentrale Übertragungsstation von Kollektiv zu hacken. Selbst mit der richtigen Verbindungsausrüstung wird Petrov dafür eine Weile brauchen. Und wo findet er außerhalb des Wissenschaftszentrums solche Ausrüstung? Nur an Bord des fliegenden Chelomé-Komplexes. Sonst nirgends? Na geil. Jetzt bist du geliefert, Petrov, du Verräterschwein. Hey, Charles. Was wird in Sechenovs Zentrum untersucht? Funkwellen, Genosse Major. Es enthält Ausrüstung, mit deren Hilfe Petrov dich entdecken kann. Also geh vorsichtig vor. Dann sollten wir lieber leise sein. Wow, du hältst aus.
Hallo ihr. Ist der gerade geflüchtet von mir? Oder was soll das? Die Proto. Na gut. Bin im Alarm. Schon wieder eine Kamera. Ja, was? Einmal kurz hier reingucken und dann, ich glaube, ich mache jetzt Ende einfach. Wo ist dein Scheißknopf? Na gut, wie gesagt. Gut, ich mache heute mal Schluss. Hier ist ein Safe House. Dann nutze ich das doch. Speichere Daten. Autorisierung. Einmal kurz gucken, aber ich wüsste jetzt nicht. Die jetzige Waffe ist stark. Kann sie mal ändern auf diesen Charge-Modus. So Spaß. Habe ich Teile dafür? Ach, so, hau rein. Für 32 nicht mehr. Wait. Regeneriert für die Treffergesundheit. Okay, vielleicht ist es deswegen schon worth. Dafür ist so einer. Gut, da finden wir mittlerweile auch bei jedem zweiten Gegner ein. Anyway. Wie gesagt, ich mach raus. Ich geh noch mal mit dem Inventar durch, aber das war's auch schon. Bedürfen.